Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Life is Feudal Forest Village. Leider ist mein Husten wieder da, aber ich werde mich so gut es geht bemühen, nicht ins Mikrofon zu kreischen. Und mit diesem Einstieg legen wir auch gleich wieder los. Um mal schnell noch auf die Frage eines Zuschauers einzugehen. Die Gebäude innen haben immer noch kein Innenleben. Also die haben immer noch, wie man hier sieht, so halb nichts drin, außer in den Ofen, die normalen Häuser. Das Einzige, was man in einem Video mal kurz gesehen hatte, war hier die Betten. Und dann dachten wir, ja, super, Betten. Nee, leider nicht. Die haben noch kein weiteres Innenleben hinzugefügt. Die Betten, soweit ich weiß, waren auch immer schon drin. Auch hier ist, nichts. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob die Verzierung hier immer schon war. Da bin ich mir nicht so sicher. Kann auch sein, dass sie das gerade so ein bisschen anpassen. Vielleicht kommt da ja so das ein oder andere Stück für Stück. Würde mich freuen. Gut. Ich würde sagen... Entschuldigung. Wir legen mal wieder los hier. Wie sieht es eigentlich in der Performance? Technisch ist immer noch nichts. Sie haben noch keinen weiteren Patch gebracht, der die Performance verbessert hat. Von daher... Joa. Erstmal noch ein bisschen in dieser Geschwindigkeit arbeiten, weil ansonsten laggt es einfach übelst. Gut. Was wollte ich? Habe ich hier ein Limit drin? Nee. Nur zufällig gerade 2000. Das scheint funktioniert immer noch gut. Obwohl wir jetzt schon so viel mehr Leute haben. Das scheint immer noch zu reichen, die vier hier. Unser Brot geht zur Neige. Ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass wir nicht mehr so viel Brot produzieren. Alter, jetzt laggt es auch schon auf fünffach. What the fuck? Ich hoffe, die fixen das bald wieder. Das ist sehr grausam. Was? Frühling minus gerade? Spinnt ihr? Ich hab da ja gerade die Leute zugewiesen. Das ist nicht nice. Das ist gar nicht nice, weil das wird böse übel werden. Da jetzt jemals nochmal fertig zu werden. Das wird spannend. Wieder stauern Altersschwäche. Okay, dann muss ich einen hier abziehen. Wir haben 8 Bäcker. Ja, die sollen mal tun. Könnt euch einen Schneider weniger machen, aber ich glaube, das passt schon. Hier brauchen wir aktuell, ist auch noch halbwegs in Ordnung. Im Winter dann den mal wieder aktivieren. Könnte mal noch dann irgendwann eine zweite Partie hinbauen, dass ich dann schneller gezielt mit mehr Leuten was machen kann. Die könnte ich hier hinten hinstellen. Oder hier. Eventuell. Die Bäume dann nerven. Bäume! Ach. Gut. So, was steht denn noch an? Hier haben wir die aktiviert. Mühle. Hier sind 2. Die Mühle wird gebaut. Genau, das steht an. Immer genau bis 2000. Ist lustig. Nahrung ist noch halbwegs okay. Die Pasteten, die wir hier produzieren, sind auch gut. Oh Mann. So schlimm. Entschuldigung. Dass ich hier teilweise so ins Mikrofon huste.
Was haben wir hier? Ah, Mehl. Mehl ist Mangelware. Gut, das sollte ja hier dann behoben werden jetzt eigentlich. Ich bin fast verleitet. Aber wobei, das geht schnell. Brauche ich eigentlich jetzt nicht noch wen dazu tun? Nee, das passt eigentlich. So, wie sieht es eigentlich hier aus? Ja, die fangen langsam an, das zu machen. Was können wir denn als nächstes machen? Ich bin jetzt langsam, wäre es interessant mal in Richtung sowas hier zu gehen. Taverne. Das ist eigentlich das einzige große Gebäude, das uns noch fehlt. Ich glaube, ich baue mal ein Alter, das Ding braucht aber Ressourcen. 390 Stein. Ja, das wäre uns eigentlich egal, das könnten wir eigentlich. Haben wir eigentlich genug Platz für Leute? Dann würde ich das letzte Haus nochmal upgraden. Eher nein. Doch hier haben wir zwei. Das heißt, wir haben nur zwei frei. Definitiv nur zwei. Das ist verdammt wenig. Scheint so. Zwei ist zu wenig für ein Hausupgrade. Aber den Steinbruch haben wir ja gebaut, oder? Hier. Das ist das Bergwerk. Irgendwo haben wir einen Steinbruch gebaut. Hier haben wir einen Steinbruch gebaut, genau. Da können wir dann wieder Stein abbauen. Das heißt, theoretisch könnte ich das bauen. Wo könnte man denn so eine... Halleluja, ist das Ding riesig. Das wird ein Platzproblem. Definitiv. Wo soll ich denn das hinstellen? Oh mein Gott. Naja, wenn ich hier planieren würde, theoretisch, könnte man es hier hinstellen. Knapp aber. Ultra knapp. Hier hinten wäre es halt extrem knapp. Außer ich bügel das hier gerade, dann würde es gehen. Wo könnte ich es noch hinstellen? Wow, Altersschwäche, Altersschwäche. Mal kurz Pause. Ich muss mal Leute sparen. Spar mal hier. Aktuell spare ich mal hier. Kann ich mal kurzzeitig vielleicht? Ja. Ruckelt zwar etwas, aber wir lassen es mal kurz so laufen. Die Taverne wäre noch interessant. Genau. Das Riesending hier. Theoretisch würde das hier ja gut passen, weil was mache ich hier sonst? Warum kommt ja eigentlich der Förster hier weg? Somit könnte ich den theoretisch hier hinstellen. Da wäre etwas Planierarbeit gefragt. Aber prinzipiell könnte ich das. Haben wir genug? Ne, wir haben nicht genug Scheiterhaufen. Okay. Aber das passt mal. Ich stelle mal wieder runter, das ist so ruckelig, das ist so schlimm. So, ja dann, Gifmühle, Gifgummi. Ich bräuchte noch ein paar Straßen, auf jeden Fall. Mal hier, so und so. Theoretisch wäre hier eine Taverne.
Mitten in der City, gar nicht verkehrt. Also hier oder hier. Da schauen wir nochmal. Wo könnte man die hinstellen? Alter, die Performance ist so für... Ah, das ist so nervig. Vorher ist so gut gelaufen und jetzt ist es so grottig. Echt schade. Hier ist das Ding halt einfach hinterm Haus. Es ist so komisch. Besser wäre es einfach hier. Hier so hin. Blub. Könnte man hier hinten immer noch Bäckerei und sonstiges machen? Wisst ihr was? Ich mach mal hier den weg. Den auf Play. Alter, es ruckelt so übel. Dann kann ich... Ich drehe mal kurz runter. Ich mache mal Pause. Muss eh den abreißen. Gebäude abreißen. Das da. Den hier abholzen. Okay. Und der hier, ja, der soll mal tun. Da sind ein paar Bäumchen. Ein oder zwei. Hier wird jetzt eh dann was anderes. Gut. In der Zwischenzeit kann ich eigentlich hier schon mal anfangen, dann planieren, theoretisch. Ich muss wahrscheinlich eh zweimal planieren. Weil ich könnte es gleich direkt versuchen. Hier muss ich nur aufpassen. Ja, ich planiere hier so rüber. So. Mit. So. Das ist natürlich nicht sehr schön. Dann müssen wir wahrscheinlich eher planieren nehmen. Um das hier irgendwie auszugleichen. Da hinten wird das nicht sehr schön werden. Ich kann es ja mal Stück für Stück machen. Ich glätt mal hier einen Teil davon. Einfach so. Ja, wobei. Einfach. So. Mal schauen, was dabei rauskommt. Gut. Go. Ach, die bauen gerade die Straße. Das leckt hier so rum. Okay. Was wollte ich noch? Die Mühle? Mühle haben wir. Bäckereien. Einfach noch mehr Bäckereien. Wäre eine Sache. Mehr Bäckereien. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Was ist denn hier schon wieder los? Ah, der hat kein Flachs mehr. Okay, dann ziehe ich da definitiv einen mal ab. Geh mal auf Pause. Wir haben also die ganze Kleidung verarbeitet, aber Flachs haben wir hier ja gut angebaut. Da haben wir ja für gesorgt. Da haben wir ja gewusst, dass das wird knapp. Und wir haben auch nicht mehr sehr viel Wolle. Ja, mal schauen. 100 Stück ist jetzt ja nicht gerade wenig. Das passt auch gut. Ich glaube, vorerst reicht dann auch wieder ein Schneider. Deswegen habe ich den mal auf Pause gemacht. Gut. Mühle. Bäckereien ist eigentlich. Ja genau, Bäckereien. Bäckereien. Wieder mal Bäckereien. Und Taverne. Sind die hier im Platten? Ja, die sind am Plätten. Machen das. Plätti die Plätti. Ich bin jetzt mir überlegen, ob ich die Scheune nochmal abreiße.
Da ist nämlich nicht viel drin. Und das einplaniere. Und dann die Scheune nochmal aufstelle, wenn ich das jetzt hier eh runter planiere. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ah, ich brauche hier mal wen. Der mir das Ding hier planiert. Jetzt müssen die erstmal hier das Zeug rausholen. Haben die das planiert schon? Jo, haben sie. Hier hinten den Hügel könnte man noch etwas schöner machen. Hier, das hier. So. Den könnten wir etwas flacher machen. So. Damit das ein bisschen was nach was aussieht. Das hier ist alles eigentlich okay. Ja. Passt du halbwegs? Ach, den muss ich laufen lassen, ansonsten können die den nicht abreißen. Ja, klar. Hatte ich schon mal. Dass ich das verpeilt hatte. So, kommt, Leute. Tut was für euer Geld. Ah, das haben sie schon geplättet. Ja, das ist besser. So ist es nicht mehr schlecht. Na, reiß ab das Ding. Dann kann ich hier plätten und nochmal einen neuen aufstellen. Wie sieht es eigentlich mit der Taverne aus? Kann ich die jetzt hier hinstellen dann? Okay, das war zu erwarten. Hier im Eck müsste man noch ein bisschen. Planieren. Aber da kann ich nichts planieren, weil... Kommen wir nochmal in die Taverne da. Eigentlich will ich sie eins rüber, aber das geht nicht. Da muss ich sie so weit zurückbauen. Oder ich stelle sie direkt hier an, aber dann kann man hier, glaube ich, keine Straße mehr rundum bauen, oder? Wobei kann ich das Ding... Doch, hier müsste theoretisch eine Straße, müsste ich hier theoretisch noch durchpassen dann. Weil wenn ich da so eine Bäckerei als Beispiel nehme... Na? Hier. So. Wird. Aha. Naja, hier kann man eigentlich nichts mehr rundum bauen. Das heißt, das wird auch hier nicht gehen. Bei der Taverne. Und ich will eigentlich hier eine Straße zwischenbringen. Und auch hier, dann müsste ich sie doch hier hinbauen. Ja, dann ist sie halt da hinten. Ist ja auch egal, dann bauen wir sie gleich dann so hin. Dazu muss ich nur hier mal noch plätten. Das war klar, hier ist das Gebäude gestanden. Planieren wir mal... Hier so großflächig aus. So. Dann planieren wir hier drüber. Da muss ich jetzt so rüberziehen. Probieren wir es mal mit der Funktion. Na?
Ja, okay, so. Blub. Jetzt müssen wir doch die Taverne stellen können. Nee, noch nicht ganz. Sind die hier noch nicht fertig? Doch. Wenn wir hier nochmal planieren. Dumm die dumm. Planieren geht über Studieren. Hatten wir schon mal. So, jetzt aber. Wie sieht es eigentlich mit dem Rest aus? Nahrungsmittel sind eigentlich noch sehr gut. Das hier wächst alles. Das hier wird mehr. Cool. Gefällt mir. Wir haben nur wieder mal übelst zu viele Bäume. Ich werde nach der Folge jetzt hier gleich dann nochmal ein paar Bäume wegmachen lassen. In Auftrag geben. Nahrung und so sieht gut aus. Wir haben jetzt heute wieder mal ein bisschen geplant, aber... Jawohl. Ah, das habe ich gerade erst jetzt gesehen. Expedition ist zurückgekehrt. Wir haben Rinder entdeckt. Jawohl, die werden wie... Ach, den, das stelle ich noch auf. Das stelle ich noch. Als nächstes machen wir einfach wieder... Pflanzen, würde ich sagen. Jo. Dass wir da mal was anderes an Lebensmitteln haben, das wäre cool. Hier so, wir haben eh alles für Bauen. Hier bitte nur... What? Ja, einer ist okay. Hier auf 1 runter. Dann machen wir 2 hier. Wobei, hier eh nur 1 so. Genau, die planieren hier das Ganze. Hier wollte ich das. Hier wollte ich Rinder. Rinder, Rinder, Rinder. Was steht da? Halte Kühe, um Fleisch und Milch zu sammeln. Futter, Wasser, Heu während der kalten Jahreszeit. Jäger sind erforderlich zum Schutz. Ja. Heu haben wir eigentlich. Können wir noch anbauen. Von daher. Und am Anfang brauchen die eh nicht viel. Da muss ich dann halt schauen. Ah, die sind gerade am Planieren. Ja, okay. Aber das passt genau. Das kann ich wieder in der gleichen Größe hier hinstellen. Super. Hier könnte man mal noch ein paar Straßen einziehen. So. Haben die planiert? Jo, haben sie. Dann wollten wir hier jetzt die Weide hinstellen. Rinder. Meine geben nur Fleisch. Ja, ich will eigentlich jetzt mal Kühe hier haben für Milch und so. Na, direkt hier so. Okay, kann hier nicht gebaut werden. Muss ich planieren. Gut, dann machen wir das aber nächste Folge. Das Planieren setze ich hier noch gerade. Planieren wir das mal ein bisschen ein. Dann müssen wir wieder mit dem arbeiten. So. Schauen wir das mal. Gut, aber das... Alter, ruckelt. Ich mache mal Pause. Pause, hatte ich gesagt. Dann bitte einmal Taverne. Wo war sie denn? Hier. Jo, das sieht jetzt gut aus. Die stellen wir mal hier hin. Mats haben wir. Knapp. Bup. Sehr schön. Hier eine Taverne. Hier kann man noch Bäckereien hinbauen. Hier auch. Ja. Und ansonsten hier noch eine Bäckerei. Also Bäckereien können wir noch genug bauen. Ansonsten können wir auch hier hinten hinstellen dann. Ja.
Gut, hier kommt dann die Weide hin, das gefällt mir auch schon gut. Jawohl, wohl, wohl, es wächst, langsam kriegen wir so wieder ein paar Gebäude dazu. Das mit der Mühle funktioniert auch super. Die sind alle schon fertig, die werde ich dann jetzt noch schnell abziehen, die Arbeiter, die schon fertig sind. Ja, und für diese Folge soll es das aber wieder gewesen sein, ich habe eh schon wieder maßlos überzogen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, aber wie immer, liken, subscriben, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.